Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Ich rede heute über meine Hautroutine, Hautprobleme, Haut. Ich rede heute über Haut. So ein schlechter Einstieg. Ja, das war wirklich gerade eine Heldenleistung. Egal, wir fangen einfach an. Ich werde zuerst ein paar Fragen beantworten und dann werde ich euch so meine Hautpflege, Abschminkroutine zeigen. Aber wir beginnen erstmal mit den Fragen, die ihr mir gestellt habt. Wo hast du dieses Gummiteil her, also mit dem du dein Gesicht wäschst? Ich zeige das dann später auch nochmal in der Routine, aber das habe ich, glaube ich, aus DM. Ja, aus DM. Und zwar ist das bei dieser Abteilung, wo auch diese Reinigungsbürsten und so weiter für die Pinsel sind. Und das ist sogar eigentlich auch ein Teil, was für die Pinsel, also zum Abschminken geht es auch, aber da steht auch drauf, auch für die Pinselreinigung geeignet. Da habe ich das her. Ich finde das nur ganz nice, weil das halt so ein Silikonding ist und das kann man halt gut abwaschen und auch gut säubern. Und ich finde das immer ein bisschen hygienischer als so eine Bürste oder so. Und ja, daher habe ich das. Machst du dir auch selber Gesichtsmasken? Wenn ja, was für Rezepte nutzt du? Also ich habe mir vor allem in der Drehzeit immer, bevor ich einen Drehtag habe, Gesichtsmasken gemacht, weil ich generell eine sehr trockene Haut habe und manchmal auch so kleine rote Flecken und so bekomme. Und da habe ich mir einfach immer ein bisschen Maestria-Joghurt genommen, so einen Esslöffel. Und dann noch ein bisschen entweder Gartensaft oder Honig, einen Teelöffel dazu getan. Habe das einfach so ein bisschen umgerührt und habe das dann so ein bisschen einwirken lassen und dann abgespült. Und was ich auch manchmal mache, wenn meine Lippen sehr, sehr trocken sind, dann ist, dass ich entweder halt Agavendicksaft oder Honig auf meine Lippen mache und dann das ein bisschen einwirken lasse. Man kann das dann auch ablecken, ist sehr lecker. Aber das hilft mir eigentlich auch immer ganz gut, wenn man so natürliche Produkte nehmen will. Was auch immer sehr nice ist, ist so eine Maske irgendwie mit Banane. Also wenn man zum Beispiel jetzt den Joghurt und den Honig oder so nimmt und noch eine Banane reinmacht. Das ist auch immer sehr nice. Da gibt es sehr coole Gesichtsmasken. Also da einfach so ein bisschen was zusammenbatschen und dann mache ich mir damit manchmal Gesichtsmasken. Bringt der Stein was? Ich zeige euch dann später in der Routine, wie ich diesen Stein benutze, den ich jetzt immer nehme, diese Gesichtssteine. Ich benutze ihn halt noch nicht so lange, deswegen kann ich jetzt noch nicht sagen, ob er so viel bringt. Aber ich finde es generell sehr angenehm, um die Creme zu verteilen. Und ich finde es irgendwie, das ist wie so eine, so, es ist ja eine Gesichtsmassage. Ich mache das gerne irgendwie so zur Entspannung und ich finde, es ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Ob es jetzt irgendwas krass ändert, weiß ich noch nicht, weil ich es noch nicht lange benutze, aber es ist sehr angenehm. Hattest du schon mal Hautprobleme und wenn ja, wie hast du sie wieder wegbekommen? Also ich weiß, dass das nicht so viele wissen, aber ich habe generell Neurodermitis. Das ist halt so eine Hautkrankheit, die habe ich schon immer, auch seit ich ganz klein bin. Und da kriegt man halt so ganz trockene, schuppige Haut und kratzt das dann halt auf. Und das kriege ich auch heute noch. Ich hatte eine Zeit, da war es ganz, ganz schlimm in der 4. Klasse. Da habe ich mich dann auch richtig so, keine Ahnung, ich fand es richtig unwohl, irgendwo hinzugehen oder so. Ich habe mich sehr, sehr, sehr unwohl da gefühlt, weil halt meine ganze Haut aufgekratzt war, mein ganzes Gesicht aufgeschwollen war und das sah halt auch damals nicht so schön aus. Ich habe mich da halt einfach nicht so wohl gefühlt. Ich kriege jetzt manchmal auch noch Ausschlag, vor allem am Hals hatte ich es letztens auch mal wieder und auch im Gesicht. Das ist halt meist durch die Psyche bedingt, also wenn ich viel Stress habe oder wenn ich irgendein Thema habe, was mich gerade beschäftigt, dann kriege ich auch immer Hautprobleme und Neurodermitis. Das ist immer ganz witzig. Meine Mom dann immer so, ja, was ist denn gerade wieder los, Josie? Worüber willst du denn sprechen? Deswegen habe ich da krasse Hautprobleme. Was mir immer ein bisschen hilft, also klar, es hängt viel mit der Psyche zusammen, aber was mir auch immer hilft, dann eben in der Zeit wirklich so gut wie es geht, auf Zucker zu verzichten und nur Wasser zu trinken. Auch vielleicht, ich esse ja sehr viele Früchte. Nicht ganz so viele Früchte zu essen, sondern eher mal Gemüse und so. Und dann geht das relativ schnell wieder weg. Also das ist so das, was mir hilft und wo ich auch immer merke, dass es schnell hilft. Hi, hier ist Josie aus dem Schnitt. Falls ihr ein Rauschen im Hintergrund hört, das ist kein Flughafen, das ist mein Laptop. Ich wollte nur ganz kurz hier noch an der Stelle ergänzen, dass ich sonst, was meine Haut angeht, halt auch trotzdem sehr viel Glück habe. Also ich habe eigentlich so gut wie nie Pickel und so weiter. Es liegt aber auch einfach ein bisschen mit in den Genen. Das wollte ich nur ganz kurz noch ergänzen. Und jetzt viel Spaß beim Video. Wie sieht deine Routine aus? Also fürs Gesicht zum Beispiel Cremes, Waschgel und so weiter. Was benutzt du? So, und dafür gehen wir jetzt mal runter ins Bad. Ich habe euch nämlich meine Hautpflegeroutine mal einfach gefilmt und let's go! So, ich werde euch jetzt einfach mal zeigen, was ich so für Produkte verwende. Das heißt nicht, dass es für jeden das Perfekte ist. Es ist einfach nur das, was ich so für meine Haut rausgefunden habe, was da ganz gut funktioniert und was ich halt, wie gerade so aktuell meine Routine ist. Ich bin auch kein Hautspezialist und auch kein Hautarzt, wer hätte es gedacht. Aber ich zeige euch einfach mal, was ich so nehme. Und zuerst machen wir uns mal einen Zopf. Sexy.
So, jetzt hängen wir hier immer ein bisschen Haare im Gesicht, weil ich habe hier so ganz viele Babyhaare und hier vorne auch. Peace. Deswegen nehme ich mir jetzt immer noch so Haarspangen und mache diese Strähnen fest hinter, weil sonst wären die ja dann fertig, wenn ich mich eincreme. Ich zeige euch jetzt meine Abend- und meine Morgenroutine. Da sind so ein paar kleine Unterschiede. Ich werde jetzt generell meine Abendroutine machen, aber ich sage euch natürlich, was ich bei der Morgenroutine anders mache, weil es sind nur ganz kleine Unterschiede. Erstmal wasche ich mein Gesicht einfach kalt, nur mit kaltem Wasser ab, damit ich morgens schön wach bin und abends wasche ich mich trotzdem kalt ab, weil das ein bisschen besser für die Haut sein soll. Habe ich irgendwo mal gelesen in irgendeiner Zeitschrift. Keine verlässliche Quelle, aber ich mache es einfach. So, jetzt mir das Gesicht mit einem Handtuch ein ganz kleines bisschen ab, aber nicht zu sehr. Vor allem abends lasse ich das mit dem Handtuch weiß weg, weil dann ist das ganze Handtuch voller Make-up. Auf jeden Fall verwende ich dann abends immer zuerst von Garnier so ein Reinigungswasser. Das ist jetzt für trockene und empfindliche Haut. Ich habe generell eher trockene Haut, deswegen ist das sehr gut. Aber die haben auch noch anderes davon, also für ganz verschiedene Hauttypen und um hier mal kurz den Influencer raushängen zu lassen. Und so mache ich das auf jeden Fall immer. Und das lasse ich aber morgens weg. Das mache ich nur abends, damit ich eben mein Augen-Make-up vor allem entfernen kann, weil ich mir auch immer so Öl oder so nicht so gut bei den Augen machen kann. Das kommt mir immer ins Auge und dann sehe ich immer verschwommen. Deswegen nehme ich da dieses Reinigungswasser und mache mir abends damit mein Augen-Make-up weg. So, wenn das Tuch dann gut voll ist mit Make-up und generell Zeug, wasche ich mein Gesicht nochmal mit kaltem Wasser ab. Und dann verwende ich abends von CeraVe, keine bezahlte Werbung by the way. Auf jeden Fall finde ich diese Reinigungslotion sehr gut. Ich habe da auch wieder das für trockene Haut, das grüne. Und dann verwende ich da hier so ein Silikonteil-Dings dafür. Das gibt es bei DM und mache da so ein bis zwei so Tuben drauf. Und reinige damit mein Gesicht. So, wenn mein Gesicht dann gut voll mit dem Reinigungszeug ist, spüle ich das Ganze ab, aber ich nehme dazu den Schwamm und spüle das Ganze damit ab. Ich zeige euch jetzt gleich, wie ich das mache. So, das Ganze ist jetzt abgespült und ich habe mir Wasser ins Auge gehauen. Auch immer wieder schön. Dann tupfe ich mein Gesicht wieder ab, damit es ein bisschen trocken ist. Morgens benutze ich übrigens statt dem das von Alverde, diese Reinigungsmilch. Ich keine Ahnung, ich habe mir das einfach so angewöhnt und irgendwie finde ich das besser, wenn ich morgens irgendwie die verwende. Ich weiß auch nicht so ganz warum, aber irgendwie ist das meine Routine so. Und dann benutze ich immer die ist auch für trockene Haut. Ich habe generell eher trockene als fettige Haut. Und ja. So, wenn ich damit fertig bin, mache ich dann eigentlich nicht mehr viel, nur noch meine Hautpflege bzw. auch meine Massage. Ich benutze seit kurzem auch diese Steine, die gerade so vor allem in TikTok und so krass im Trend sind. Und ich weiß nicht, ob es so viel bringt, aber ich finde irgendwie, das ist immer so eine ganz gute Abrundung für die Gesichtsroutine. Abends verwende ich dazu das Hanföl von der Rossmann Eigenmarke und mache das drauf. Und morgens verwende ich dann immer eine Creme von Yves Rocher, die finde ich auch super gut und super fettend. Hydra, ich spreche den Namen lieber nicht aus. Auf jeden Fall, diese Creme benutze ich dann immer morgens dafür und da nehme ich eben dann entweder ein klein bisschen von der Creme oder eben so 2 bis 3 Tropfen von dem Öl auf meine Haut. Verteile es eben erstmal grob mit meinen Händen und verschmiere das so ein bisschen und dann mache ich die Massage mit dem Stein. Ich habe mir dazu mehrere Videos angeguckt. Ich zeige euch jetzt einfach, wie ich es mache. Also hier am Hals so lang. Wie meinte diese Frau in diesem Video, dass das gut ist, wenn man sich da auch den Hals massiert. Ich bin perfekt vorbereitet. Hi. Genau. Und dann gehe ich auch hier unten nochmal so ein bisschen lang. Und dann benutze ich diese Lücke da und mache hier meine Jawline. Dann gehe ich hier nochmal so die Wangenknochen lang und dann mache ich noch meine Stirn. Als letztes gebe ich dann nur nochmal irgendeinen Lippenbalsam auf meine Lippen und
dann war es das eigentlich auch schon mit meiner Hautroutine. Also morgens und abends ist halt nicht so der große Unterschied. Auch, ich weiß nicht, irgendwie, ich liebe das voll, wenn mein Gesicht frisch gewaschen ist und frisch eingecremt ist. Ich mag das. Auf jeden Fall war es das mit meiner Hautroutine. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch gerne andere Videowünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ganz fetten Kuss an euch und tschüss!